Damen und Herren, es geht weiter mit einem ganz wunderbaren Thema, nämlich der Verortung des Glücks in digitalen Zeiten. Die Verortung des Glücks in digitalen Zeiten. Du bist ready, ihr seid ready, dann ab in die zweite Runde. Ja, freue mich sehr, wieder hier zu sein oder wieder auf der Vitagonia zu sein. Und vor allem, ich fühle mich natürlich pudelwohl im Museum als Kunsthistorikerin und in einem so physisch schönen Raum zu sein, wobei ich auch sagen muss, und genau darüber reden wir, zwischen dem entweder Zwiespalt oder der Verknüpfung zwischen der digitalen Welt, dem Metaversum und auf der anderen Seite der echten physischen Welt von Mensch zu Mensch. Und dazu habe ich zwei ganz konträre, im Ansatz konträre Personen bei mir hier im Podium. Oskar Angres, wir haben ihn gestern schon kennengelernt, Security Researcher, Project Manager, Software Architekt oder ganz einfach more than 10 years experience in professional hacking and cracking. Ich habe ihn dann gebeten, mir sein Kurz-CV zu schicken. Da kam dann ad hoc 25 Seiten PDF an. Deswegen habe ich das ein bisschen kleiner gemacht und gesagt, ganz kurz nur ein paar Referenzfirmen, für die er gearbeitet hat. Ich glaube, die liegen ganz viel da. Das ist Rheinfall Defense in Wien, Carrier Automotive, Schaeffler Continental, Bosch, Panasonic, Allianz, Rothe, Bayer, Roche und die Liste an DAX-Unternehmen geht so weiter. Besonders spannend fand ich aber eine Seite und daraus lese ich euch einen Auszug vor. Das ist nämlich hinter den Kulissen. Dazu muss ich sagen, er hat polizeilich keine negativen Aufzeichnungen und das Ganze ist schon 20 Jahre her. Das, was du gestern schon gesagt hattest, finde ich sehr beeindruckend. Mit 14 Jahren erfolgreich eine Bank gehackt und 80.000 niederländische Dollar ausgehoben. Dann erfolgreich ein T-Com Prepaid-Karten für Telefonie gehackt, hunderte von Spielen und Software gehackt, gesucht von NASA und Interpol. Das ist ein Track-Record. Und bei seinen Hobbys steht, ich liebe Hacking. Also, super. Ich hab schon Angst, dass ich hier ausgestellt werde. Genau, und du hast dich sehr gut angezogen, du siehst schon recht böse und ganz genau. Und wir kommen gleich weiter dazu. Auf der anderen Seite haben wir Magister Robert Sandner, Don Ruppi genannt. Er hat 6 Geschwister, ist in einem Bauernhof aufgewachsen, durch Berufungserlebnis zur Theologie gekommen. Er studiert oder macht jetzt gerade seine Promotion an der Universität in Innsbruck. Da geht es um das Verhältnis der Vernunft zur Freiheit im Akt des Glaubens bei Thomas von Aquin und John Henry Newman. Du bist 21 zum Priester geweiht worden. Und wir haben uns kennengelernt, weil er der Pfarrer meiner Kinder in Oberndorf gewesen ist. Jetzt bist du versetzt worden und wir kamen sehr schön ins Gespräch, weil in der Tat das für meine Kinder ein unglaubliches Erlebnis gewesen ist, in deine Messe zu gehen, weil du die Werte, die uns im Menschendasein und in der Suche nach dem Glück, und das sind wir schon gleich beim Thema, unglaublich schön transportiert hast für so kleine Kinder. Es geht heute über die Selbstinszenierung des Menschen in der digitalen Welt. Und sie ist verblüffend und attraktiv, wie wir gesehen haben. Ich denke an Collins Vortrag und viele andere Sachen. Es bringt eine neue Art der Identität mit sich. Und inwiefern diese Identität uns auch Freiheit schenkt oder abhängig macht, das ist die Frage. Wenn wir das Hotel, die neue Art und Weise des Hotels gesehen, geht es eigentlich letztendlich auch darum, was ich ganz schön finde, den Menschen mehr Freiheit, also mehr Zeit in dem Sinne zu schenken. Weil wenn er mehr Zeit hat und sich frei bewegen kann, kann er andere schöne Dinge machen, wie Menschen treffen oder auf den Berg hochgehen und sein Glück und seine Freude suchen. Und genau darum geht es, über die Verortung von Glück in digitalen Zeiten. Finden wir sie nicht, gibt es dort eine Verquickung. Und wir fangen an mit deinem Impulsvortrag, um dann von dort weiter zu starten. Danke. Also das Gute und das Böse treffen sich ich möchte gerne einen Vorsprung haben.
dass ich das Thema Glück und Sehnsucht zuerst in die Herzen ein bisschen eingießen kann oder halt auch einen Zugang geben kann, der vielleicht jetzt nicht für alle so alltäglich ist, weil wir halt nicht immer die Glücksphilosophie und uns damit auseinandersetzen. Danke herzlich für die Einladung, auch für die Einführung. Freue mich sehr, hier zu sein und diese Welt auch mit der Theologie und der Philosophie. Und ich habe heute einen psychologischen Ansatz mitgebracht, werdet ihr es gleich merken, auch ein bisschen zu reflektieren. Verlorenes Glück oder erfüllte Sehnsucht, das ist der Thema von dem Impulsvortrag jetzt zuerst. Und da möchte ich einsteigen, einfach einmal in das, was den Menschen eigentlich auf den Weg bringt. Weil wir so eine Kunst-DNA haben, also keine Erfindung von mir, sondern Aristoteles schreibt darüber, die Scholastik, Kirchenväter, Stoiker, alle, wir sind nach einem Glück hin ausgerichtet. Der Mensch sehnt sich nach Glück, nach einer Erfüllung und alles, was er macht in seinem Leben, ist dahin ja wirklich ausgerichtet. Es gibt unterschiedlichste Zugänge, auch was das Glück anbelangt und auch tatsächlich, also man sagt immer so, es gibt die großen vier Glücksbereiche, die den Menschen ausmachen oder wo er vermeintlich das Glück findet, in Macht, Ehre, Reichtum und Genuss. Also die großen vier Poler gibt es. Ich gehe jetzt heute nicht in die klassischen hinein, aber das zu sehen, ja, wo sehnst du dich noch Ehre, noch Macht, noch Reichtum, noch Genuss, weil wir immer sagen, ja, wenn ich das genieße, ich habe auch heute ein Bier mitgenommen, Peter wollte schon abnehmen, aber ich brauche ein bisschen. Du bist ein YouTube-Blogger, ich muss auf deine Musik kommen. Also ja. Ich bin zu frech oder traurig. Weil wir immer sagen, ja, wenn ich das habe, dann fühle ich mich glücklich. Und der Mensch möchte maximal glücklich alle Zeit sein. Wir sehen es nicht immer so klar, aber das Ziel des Menschen und jede Handlung ist darauf ausgerichtet, ja letztlich glücklich zu werden. Glücklich zu werden. Und es ist interessanterweise so, dass es wir nicht immer vor Augen haben, sondern wenn ich jetzt frage, ja, warum fährst du auf die Metagonia? Warum setzt du dich mit dem auseinander? Dann würde der eine sagen, ja, weil dann kann ich die Welt besser nutzen, weil dann kann ich da besser einsteigen. Ja, warum möchtest du da besser einsteigen? Ja, weil dann fühle ich mich darin mehr angenommen oder kann mich orientieren. Ja, warum möchtest du angenommen sein? Ja, aber dann letztlich führt es immer auf das hin, da fühle ich mich glücklicher. Also das ist die letzte Intention von etwas oder der erste Ausgangspunkt. Also first in intention, last in execution. Etwas, das du ganz tief in deinem Herzen trägst oder auch sogar mal verborgen ist in dir, führt dich zum ersten Antrieb, aber kannst du erst zum letzten umsetzen. Wie wenn ich ein Haus baue, okay, ich gehe nicht zuerst Vorhänge kaufen, sondern zuerst zum Architekten und gehe überhaupt einmal, aber die Sehnsucht ist zu wohnen, verstehst? Oder nachher anzustoßen bei der Schlüsselübergabe, keine Ahnung. Aber das ist ein ganz langer Weg, bis wir dann immer hinkommen. Also zuerst eine Intention, letztlich Ausführung. Aber alle Bewegung des Menschen geht immer auf das zurück, was die Sehnsucht ist. Okay. Das Ziel des Menschen ist jetzt die Frage, naja, sehnen wir uns alle nach dem Gleichen oder gibt es unterschiedliche Ziele? Ist der Mensch immer gleich gepolt? Und tatsächlich ist es so, dass es ein letztes Glück, ein letztes Ziel vom Menschen gibt. Ich werde dann später auf das noch eingehen. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Güter, die uns im Leben immer unterkommen. Und wir können uns in jedem Gut verlieren. Sag einmal, der Alkoholiker sagt, immer ein gutes Beispiel, weil es so plastisch ist, auch wenn ich weiß, das hat mit Alkohol krank zu tun und so, und der Wille ist geschwächt. Aber er sagt, naja, mein höchstes Gut ist tatsächlich das kalte Bier. Das kalte Bier. Mein höchstes Ziel. Und alles andere orientiert er dann irgendwann so, dass es diesem Gut dient. Und auch wenn vielleicht die Arbeit dran glauben muss, oder eine Beziehung, oder Familie, oder das vernachlässigt er, oder er verzichtet auf seinen Führerschein, aber er hat sein kaltes Bier, wo sein Gut ist. Und bei jedem Gut ist es so, dass es uns eigentlich gefangen nehmen kann. Nicht muss. Wir haben gestern tolle Party gehabt. Ich trinke so gerne ein Bier. Jedes Gut hat auch die Fähigkeit, uns tatsächlich, sagen wir, festzuhalten. Letztlich zu versklaven, für sich in Anspruch zu nehmen. Nur ein Gut darf das letztlich. Das ist das Bonum Universale, wird man philosophisch dazu sagen. Und das ist das einzige, also das absolute Gute. Das absolute Glück,
Und Glück meint ja immer auch das auf Vollkommenheit. Also du könntest dir nicht mehr jetzt ersehnen, nicht mehr wünschen. Du hast alle Sehnsüchte, alle deine Wünsche erfüllt. Und nur, wo das der Fall ist, dieses eine Gut darf dich letztlich regieren und auch, ja, definieren, sage ich mal. Der Mensch ist ein kombiniertes Wesen. Und jetzt gehen wir das ein bisschen durch, weil wir dann auch heute, wie gesagt, auch die Psychologie ein bisschen anschauen möchten. Der Körper hat Bedürfnisse und wenn er diese erfüllt hat, ist er glücklich. Also wir sehnen uns körperlich jetzt, sehnen wir uns nach Essen, Trinken, Sex, Fortpflanzung, Leben, einfach das Leben erhalten zu können. Wenn wir das haben, haben wir die Erfüllung. Der Körper, der braucht es. Kannst du auch nicht überspielen. Also es sind unterschiedliche Religionen und so weiter, sind unterschiedlich. Manche sagen, wir Buddhismus, die körperlichen Bedürfnisse absolut auslöschen. Verstehst du? Du darfst nichts mehr ersehnen, keine Anhänglichkeit mehr haben. Christentum sagt, ja, nimm es an, es führt dich weiter. Körper. Psyche sagt dann, was habe ich für psychische Sehnsüchte? Nach was bin ich da ausgerichtet? Nach Anerkennung und Dazugehörigkeit. Also diese zwei Dinge sehnt die Psyche so sehr, dass übrigens auch jemand für Anerkennung und Dazugehören zu dürfen, kann er alles opfern. Alles. Alles geben. Alles geben. Und das wird sehr spannend. Aber dann gibt es noch eine dritte Dimension, die den Menschen ausmacht. Er ist nicht der Körper und hat eine Psyche, das teilen wir mit den Tieren. Tiere haben auch Psyche, die halt mit 13 Instinkte verbunden ist, sondern wir haben eine geistige Person, eine Seele, die jetzt ein bisschen schwieriger zu greifen ist. Ja, da musst du schon tiefer einsteigen, den Menschen tiefer anschauen, ihn tatsächlich feiner wahrnehmen. Ich darf das Doktorat über die schreiben, über die Freiheit und Vernunft und so. Das macht die Seele aus, geistige Person. Und in dieser Ebene haben wir eine Sehnsucht, nämlich nach Existenz. Nach sein dürfen, so wie du bist, und nach Frieden. Und wenn ich jetzt sage, okay, die größte Sehnsucht des Menschen, könnte man jetzt sagen, ist es das Bier? Nein, ist es nicht. Ist es nur angenommen sein, viele Follower zu haben? Übrigens, du findest mich auch auf YouTube. ist es das letzte Glück? Dann habe ich, keine Ahnung, 50.000 Follower. Nein, ist es auch nicht. Du kannst ja Millionen von Follower haben und unglücklich sein. Das macht es nicht aus. Aber das tiefste Glück ist tatsächlich das, was die Existenz, die Seele, die geistige Person ist. Okay. Aber ich meine, schauen wir die Psyche ein bisschen an. Angenommenheit, angenommen zu sein und Zugehörigkeit, das ist die Sehnsucht der Psyche. Und interessanterweise, das kannst du dir selbst erschaffen. Und der Humanismus, also von Geistesströmung, sagt, jawohl, du kannst dich, dein Standing, dass du was zählst, dass du angenommen bist, das kannst du dir durch Leistung super schaffen. Und du musst deinem eigenen Anspruch genügen, du musst dem Anspruch der Gesellschaft genügen. Andere müssen deinem Anspruch genügen und du darfst nicht schuldig werden. Das sind so die vier, ich sage mal, Lügen des Humanismus. Und das musst du erreichen, dann hast du ein Standing, dann bist du was wert, dann bist du angenommen, dazugehörig. Verstoßt du dich gegen irgendwas, genügst du diesem Anspruch nicht, bist du weg. Und wenn du das jetzt sagst, okay, durch Leistung, durch etwas, das ich mache, habe ich eine Bestätigung, ein Recht zu sein. Letztlich ist es immer, habe ich ein Recht und eine Dimension, in der ich leben kann, oder wird mir das genommen? Aber wenn ich jetzt der Leistung quasi diene, dem Anspruch, den ich selber habe, den die Gesellschaft hat, und wo ich nicht schuldig werden darf und so weiter, und ich dem diene, mache ich interessanterweise eine Selbsterschaffung. Weil dann sage ich, nicht so wie ich bin, bin ich angenommen. Einfach, dass du bist, ist das Herrlichste, das Schönste. Nicht so wie du bist, bist du angenommen, sondern weil du das leistest. Und dann fragst du, ja, wer bist du? Und dann sagen sie, ja, ich bin der Bankdirektor, ich bin der Hotelier, ich bin der, ich bin der. Wir definieren uns ganz oft über die Leistung, weil wir darin unsere Identität sehen. Unsere Identität. Ich bin der, der das macht, der das kann, der das hat. Okay. Selbsterschaffung.
Ich möchte Psyche ein bisschen im Metaversum anschauen, weil das jetzt interessant wird. Und ihr könnt es mir, also ich bin auf die genauen Hacker, auf die Diskussion so, auf das Böse gespannt. Aber die Psyche ist interessant, weil meines Erachtens ist das Metaversum etwas, das die Psyche des Menschen trifft. Okay, es geht nicht auf die körperlichen Bedürfnisse und wie es auf die geistige Person, auf diese Bedürfnisse antwortet, ist eine andere Frage. Aber es fährt sehr auf die Psyche ab, das Metaversum, und es lässt dir eine Identität, eine Fiktion machen, kreieren in einer Welt, absolut, die eine Selbsterschaffung ist. Wo du nicht sagst, so wie ich bin, und von, also von einer tieferen Ebene, der bin ich, sondern wo du sagst, ja, ich kann mich schaffen. Und die KI ist tatsächlich der Gott, der mich schafft. Ich sage der KI, so wie gestern, das war auch so cool, er macht das und das und das und das, und er macht das sofort. Und auf einmal bin ich das, auf einmal habe ich das, auf einmal ist der Avatar so und so und so und so, hat er diese Antwort, hat er diese Leistung, dieses. Und das ist absolut sexy, weil es mir Existenz schafft. Existenz schafft. Psychisch. Der perfekte Himmel. Das Metaversum ist tatsächlich für die Psyche alle Bedürfnisse perfekt erfüllt. Perfekt. Ja. Also für die Sehnsüchte, die Bedürfnisse der Psyche. Und du kannst dir sagen, ja, ich möchte dieses angenommen sein, diese Bestätigung, diese Zugehörigkeit, und das kaufst du dir, schaffst du dir, machst du einfach. Ist ja nichts dabei. Easy, 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 easy cheesy. Okay. Unwirkliche Identität. Und jetzt ist das Interessante aber noch, was verlangt die Psyche? Sie möchte eine Bestätigung, das habe ich zuerst schon gesagt, eine Bestätigung der Zugehörigkeit und der, letztlich der Existenz, des Sein-Dürfens. Das kannst du dir selber schaffen. Ich stemme mich quasi hoch. Ich stemme mich hoch durch meine Leistung, durch meine Attraktivität, durch meine Identität, die ich halt durch die KI jetzt im Metaversum mache. Und dann ist es das Problem, dass die Realität noch immer anders ausschaut. Also die Psyche verlangt, meine These, letztlich nach einer geistigen Person. Nicht nur nach einem Angenommensein und einer Dazugehörigkeit, sondern noch etwas, wo du als du einfach sein darfst, das dir niemand nehmen kann. Und diese Existenz, die uns als Menschen geschenkt ist, übrigens, Liebe zielt immer auf diese Existenz hin. Schatze, das Größte ist einfach, dass es dich gibt. Liebe bestätigt diese Existenz am tiefsten. Und nach dieser Existenz hat auch die Psyche die meiste Sehnsucht, dass du einfach sein kannst, wie du bist. Existenz no matter what. Egal was passiert. Ob du heute attraktiv bist und morgen vielleicht entstellt durch einen Unfall, aber dass es dich gibt. Auch das, was da den Menschen ausmacht. Und da möchte ich auch an, ich bombardiere euch heute ein bisschen, aber das könnt ihr dann fragen und nachher beim Bier noch diskutieren. Aber das ist eine Identität des Geschöpfes. Und wir sind alle als Menschen, als Personen sind wir Geschöpf. Du hast dich nicht ausgesucht, du hast dich nicht gemacht, du hast deine ganze Umgebung. Du hast nichts, was du bist, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich würde 1000 Euro jemand geben, der mir aufzeigt, dass es etwas gibt, das du bist oder hast, was du nicht zuerst geschenkt bekommen hast, empfangen hast. Und eigentlich unsere tiefste Identität als Menschen ist, geschöpft zu sein, absolut von vorn bis hinten beschenkt zu sein. Da kannst du gar nichts machen, dass du der sein darfst, der du bist. Und in dieser Geschöpflichkeit als Mensch letztlich stehen zu dürfen. Und darin ist auch die tiefste Sehnsucht des Menschen verbunden, das tiefste Glück. Das Metaversum kann das Glück fiktieren für die Psyche. Übrigens perfekt. Besser, also, mir ist das so, ich finde das so geil, so cool, was da möglich ist. Auf der psychischen Ebene, genau für die Psyche, auf das fährt es ab, meines Erachtens. Und jetzt ist die Frage, kann das Metaversum, kann auch die KI etwas, nämlich, dass sie uns darin nicht gefangen hat, gefangen nimmt. Gestern war auch der eine Vortrag so toll, wie es
über diese Augmented Reality gegangen ist und der Einstieg in das Metaversum, aber Ausstieg. Es braucht dieses Gegenseitige, dieses letztlich, es soll ja ein Tanz mit der Technik werden, aber die mich nicht definiert. Ich als Mensch darf noch immer drüber stehen. Und geht es über die Fiktion auch zur Realität, die du selbst bist? Also dieses tiefste, geistige Person, diese Seele, die halt noch einmal eine andere Dimension spielt und in der das letzte Glück ist, weil ich es halt mit einem kleinen, mit dem körperlichen kann ich meine Sehnsucht nicht stillen, mit dem psychischen kann ich es nicht stillen, sondern es gibt etwas, das den Menschen letztlich auch bestimmt. Und meines Erachtens ist es so, am erfolgreichsten werden wir, wenn wir den Menschen perfekt wahrnehmen und dieser Sehnsucht seinen Bedürfnissen am vollkommensten dienen. Also es wird auch am erfolgreichsten sein von der Hinsicht, ja, letztlich auch für die KI, für Metaversum, für alles, was in diese Richtung geht. Bestätigung des Geschöpfes, diese Dimension wieder aufzuzeigen oder halt letztlich systemrelevant zu machen. Bitte, jetzt kommt die Spannung. Sollen wir sitzen oder stehen? Ach, was böse, sich dazu setzen. Gerne, setz mich hier hin. Ich weiß auch ganz genau, wieso Dom diese Bierflasche mitgenommen hatte. Und darauf, wenn man ihn so gehalten hat, ein Bekannter von mir ist ebenfalls Priester. Und da gemeint zu mir, nach 20 Jahren Messen halten, habe ich kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Ich muss beruflich trinken. Ja. Täglich. Und schon mittags, oder? Nee, das will ich auch schon. Ich fülle mal viel ein. Also vielen Dank, das war ein sehr interessanter Vortrag und dein Recherchethema ist unglaublich schön, weil... Für alle, die es nicht kennen, ist es Mittag. Da muss man sich Alarm machen. Wir brauchen jetzt erstmal ein Weinland. Wir haben ihn vom Rhein. Hallo. Alles safe. Auf ja. Genau, ein wunderschönes Recherchethema, weil diese Frage nach dem Glück und nach dem Menschsein und damit eben auch der Frage nach der Identifizierung für uns selber ist eine unendliche Frage. Also das ist eine Frage, das ist eine, wie du schon sagst, eine existenzielle Frage, die uns immer wieder beschäftigen wird. Und die wird uns natürlich meines Erachtens, und deswegen habe ich auch diesen Vortrag hier eigentlich so als Klammer um die Metagonia herum gewählt, weil wir so unglaublich viele fantastische und ich muss auch sagen, geil, echt unglaubliche Vorträge und irre viel Neues gelernt haben, in welche Richtung es geht. Das ist wirklich spannend und fantastisch. Auf der anderen Seite ist es eben, wer sind wir? Und wir sind einfach echte, physische Menschen, die trinken, lieben, essen müssen. Und immer wieder wurde es auch in dieser Metagonia, weil wir ja mit so vielen Menschen gesprochen haben über Zoom. Das nächste Mal sind wir im Metaversum als Avatar. Und dann begegnen wir uns, ja, Martin, dann begegnen wir uns. Und sagen, ach, so siehst du aus. Boah, ist es schön, dich kennenzulernen. Ja, in dem Fall haben wir jetzt weniger miteinander gesprochen, aber mit anderen war das genau dasselbe. Oder hier mit dir, dann habe ich dich gesehen. Vor allem warst du ganz schlimmer, anders da, als in so einem kleinen Bild im Zoom. Ja, und das ist dann doch das, was einen ehrlich gesagt freut und was ich empfinde, ist Menschsein. Und diese beiden verschiedenen Pole, ja, total aus dem Tech kommend und dort auch ziemlich sneaky sich einschleichend in manche Systeme und cracken und hacken und auf der anderen Seite eben diese Behandlung der Seele, des Glücklichseins, fand ich eine unglaublich spannende Mischung, um zu sehen, ob es und was es mit uns macht. Und das ist dann gleich die erste Frage an dich, da sind wir im Social Engineering. Inwiefern tatsächlich das Dasein, das digitale Dasein, das Avataren, das gebaute, das fake Dasein in einem Metaversum so eine starke Beziehung und so einen starken Impuls auf dich
als realen Menschen auslöst. Also inwiefern sind wir auch ein biologischer Computer? Naja, da sind wir uns absolut unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Für mich tatsächlich ist der menschliche Körper nichts anderes als ein biologischer mechanischer Computer, biologischer Computer. Das heißt, wir haben Leitbahnen, wir haben Strom, wir können das sogar anzapfen, wir können die Gefühle oder Gefühlszustände aufnehmen. Es gab ein Research-Projekt, in dem ein Chip eingebaut wurde bei einem Mann. Der ist dann Bungee-Jumping-Springen gegangen. Dieser Chip wurde dann praktisch entfernt, also die Impulse wurden aufgenommen, wurde bei seiner Frau eingebaut und nachgespielt. Und die körperlichen Reaktionen waren 1:1 die gleichen. Das heißt, sie wusste nicht weshalb, sie wusste nicht, wieso sie auf einmal einen sehr starken Herzschlag hat, wieso sie Endorphine ausschüttet. Und trotzdem war das Ergebnis war es gleich, ohne das Visuelle. Und das wäre zum Beispiel etwas für das Metaversum. Das heißt, wenn wir eine Brille hätten, deswegen wurde ja sowas gemacht, also wir haben das Visuelle und dann zusätzlich noch das körperliche Gefühl. Die beiden miteinander verbunden, also im Großen und Ganzen könnte man sagen, also für mich ist es so, wenn wir einen Stromsteck rausziehen aus dem Computer, dann ist halt das Ende. Und beim Menschen genauso. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Biologische Maschine oder mechanische Maschine, das sind für mich beide das Gleiche. Und da stellt sich natürlich auch die Frage des Glücks. Glücklich sein und Glück, das sind für mich erstmal zwei verschiedene Sachen. Mich macht das glücklich, unglaublich glücklich, wenn ich in die Augen meiner Tochter schaue und sie lächelt mich an. Das ist diese bedienungslose Liebe, ja, das ist, da wird nichts erwartet, das ist einfach etwas Wunderschönes. Wenn ich darüber nachdenke, was die Liebe ist, und ich überlege mir, dass es ein chemischer Prozess in meinem Gehirn ist, dann wird es wiederum ein bisschen düster. Aber das ist, falls ich die Frage so beantworten konnte. Ja, also daraus ziehe ich die Konsequenz, dass dadurch, dass der Mensch ein biologischer Computer und diese Ströme eine Maschine ist, dass es eigentlich sehr leicht ist, mit dem Metaversum und mit der Digitalität sich zu verknüpfen. Eigentlich im Grunde genommen sich anzustöpseln und dann auch sein Glück zu verwirklichen. Dann würde ich aber, bevor ich dich weiterreden lasse, würde ich den Don Ruppi jetzt fragen, inwiefern glaubst du, kann die digitale Welt in die seelische hinein übertragen werden, damit das echte Glück, das würde ich sagen, menschlich-physische Glück auch eintreten kann. Ist das möglich? Frage nach der Identität wahrscheinlich. Aber das echte Glück, ich habe das ja auch gezeigt mit körperlichem Glück, psychischem Glück und geistigem Glück. Dass der Körper und die Psyche programmierbar ist, das würde ich auch als Philosoph und Theologe unterschreiben. Und auch der Transhumanismus hat ja auch mit der Forschung soweit gezeigt, dass sie in die Gefühlsebene von Menschen einsteigen können. Aber dass es dann noch eine Ebene gibt, die die Seele ausmacht, also Seele ist jetzt der philosophische Begriff, aber eine geistige Dimension des Menschen, die Wille und Verstand, also Fähigkeit zu lieben und zu erkennen, ergibt, das würde ich sagen, das ist nicht programmierbar und dort ist auch die KI oder die Technologie kann sich mit dieser Ebene nicht verbinden, weil es ein anderes Level hat, das unkörperlich ist. Und da bin ich auch mit Intelligenz, wenn man die definiert, bin ich bei Meister Eckhart, deutscher Mystiker, beziehungsweise auch Thomas von Aquin, ganz, ganz nah vom Verstehen. Und er sagt, Intelligenz kommt vom Wortstamm intus legere, innerliche Lesen. Also ein inneres Vernehmen von etwas, das wir äußerlich erleben. Sprich, du hast ein äußeres Erlebnis und das macht aber mit dir innerlich was, wo du da einen Geschmack, ein Erlebnis auch innerlich hast. Und das ist Intelligenz. Ein inneres Verstehen von etwas Äußerlichem. Und meines Erachtens ist das, was den Menschen auch wirklich ausmacht und was wahre Intelligenz ist im Vergleich zur künstlichen Intelligenz, weil die Maschine nimmt nichts innerlich wahr. Nimmt sie nicht, kann sie nicht. Und dass das dann wahrhaft Menschliche ist, oder das auch, wie du sagst, das ist ein Glück, das du innerlich erfährst, deiner Tochter die Augen schauen, da bin ich glücklich. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, das quasi reduzierst auf einen biologischen Effekt, der im Hirn vonstatten kommt, dann würde ich sagen, dann reduzieren wir den Menschen jetzt auf eine Biologie
die geistige Dimension des Menschen jetzt auch nicht mehr sehen kann, nicht wahrnehmen kann, weil wir sind nicht rein Biologie, die heute halt Neuronen geschalten haben und dann sind wir quasi verliebt oder glücklich. Das ist was darüber noch. Ja. Aber kann das äußere Wahrnehmen, sagen wir mal, auch das äußere Wahrnehmen im Metaversum, muss ja nicht jetzt hier in der Straße in Kitzbühel sein, kann dieses äußere Wahrnehmen im Metaversum dann intellektuell auch so in dich hineinkommen, dass du dadurch doch glücklich bist? Das heißt, das ist ja diese Verquickung, inwiefern die virtuelle Welt, in der du dich bewegst, also ich habe mich da als Riesenpferd mit Flügeln habe ich mich im Metaversum dargestellt und bin durch Kitzbühel gelaufen und fand es unglaublich lustig und bin danach auch irgendwie ein bisschen glücklich gewesen, dass ich da so als hellblaues Pferd mit Flügeln durch die Kitzbühel... Darf ich das kommentieren? Durch die Kitzbühelstadt gelaufen bin. Aber Florentin, jetzt machen wir es zu einer Diskussionsrunde hier, ich sage. Ja. Was ich sehr spannend gefunden habe im Metaversum oder in unserem Experiment digitaler Zwilling. Wenn du da durchgehst und einen Avatar hast und du triffst andere Avatare, die du nicht kennst, die du nicht erkennst, den Namen vielleicht auf 17, 12 drüber steht oder was auch immer, du hast als Mensch, also nur mein Empfinden und viele andere, mit denen ich gesprochen habe, du hast ein Mensch ein Schamgefühl, den anderen anzusprechen, den du nicht kennst. Du gehst dann nicht durch die Innenstadt und redest denen an, was wer bist du, was bist du, was machst du da? Du sprichst einen anderen Menschen nur an, wenn du einen Grund hast oder irgendeinen gemeinsamen Überschneidungspunkt. Das heißt, ich für mich persönlich, das war schockierend, habe ein gewisses Schamgefühl empfunden, wildfremde Avatare anzusprechen, obwohl ich genau gewusst habe, das ist alles fiktiv, aber da ist ein echter Mensch dahinter. Und dieses Gefühl einer Art, dieses menschliche Gefühl, dieses Scham, wie einfach sowas in den virtuellen Raum zu übertragen ist. Das ist ein Negativbeispiel und viele Positivbeispiele auch natürlich. Aber es ist unglaublich beängstigend, das zu beobachten, finde ich jetzt. Ja, aber ich fand die Verquickung ganz gut. Also man konnte sich ja vorstellen, dass durch Erlebnisse im Metaversum diese emotionalen Gefühle, Glücksgefühle auch ausgelöst werden. Ja, es ist halt schwierig, dann die Tochter nachzustellen, deren Augen aber, ich sag mal, durch eine Landschaft gehen, Dinge tun, die man eigentlich gerne tut, dass die ich im Metaversum dann künstlich erlebe, einen gleichen positiven Impuls bei mir auslösen. Das ist vielleicht die eine Perspektive. Und die andere ist, wenn ich jetzt sogar Daten habe, von denen ich weiß, dass sie bei mir bestimmte Emotionen auslösen oder wie die aussehen, könnte ich jetzt auch nachtesten, was muss ich im Metaversum machen, um diese Daten, dieses Datenmuster auch wieder auszulösen. Ich kann also künstlich Stress bei dem Menschen, der diesen Avatar im Metaversum bewegt, hervorrufen und ich kann bei dem Emotionen, die mich dann vielleicht glücklich oder unglücklich oder was auch immer machen. Ja. Und genauso wird es sein, wird die Maschine Gefühle oder Bewusstsein irgendwann haben. Ich meine, darauf spielt ja die KI, das genau Lernen darauf. Der KI an und dadurch werden die beiden Welten immer näher und man weiß es vielleicht gar nicht mehr, in welcher man sich gerade befindet, wenn man morgens früh aufwacht oder an was man gedacht hat, auch in den Träumen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Man hat ja KI gesagt. Man hat ja KI erwähnt. Und momentan auch, du sagtest, dass der KI momentan nicht die Möglichkeiten hatten, wie ein Mensch zu agieren, beziehungsweise zu fühlen oder zu agieren. Ich glaube, dafür kann ich eine sehr, sehr gute Antwort liefern. Wieso das so ist. Man versucht momentan weltweit KI, das heißt eine künstliche Intelligenz, voranzutreiben und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, man möchte Ergebnisse haben. Jemand hat dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt. Man steckt jede Menge Technologien, Informationen. Man bombardiert praktisch die Algorithmen mit Informationen aus Wikipedia und sonst was. Das Ergebnis ist dann das, was wir haben bei ChatGPT. Das ist aber nicht eine Emulation eines Menschen. Für eine Emulation eines Menschen müsste die KI über Sinne verfügen. Das heißt, sie müsste sehen können, sie müsste fühlen können. Sie müsste also alle Geschmacksorgane miterleben können. Sie müsste auch Gefühl von also irgendwie emulieren können. Erst wenn wir die 5 wichtigsten Elemente mit einbringen und dann der KI erlauben, sich selbst zu entwickeln. Ein Kind braucht 3 Jahre, bis es spricht. Es nimmt alles Mögliche wahr, bis es sein erstes Wort sagt. Und es entwickelt sich weiter. Wir müssen das der KI genauso lassen. Also wir müssen ein Konstrukt bauen, was das erlaubt
Und dann, wenn wir die KI genau auf diese Art und Weise wie ein Kind erziehen würden, würden wir einen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das in einem Körper reinstecken würde, eine Emulation eines Körpers, also der sieht genauso aus wie wir, würdest du nicht erkennen können, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist. Oskar, könnte sie dann psychisch krank werden und sich umbringen? Natürlich, ich habe verstanden. Man hat Top Gun-Piloten, man hat die KI gefüttert beim US-Militär in der Idee, Roboterflugzeuge für Nahkampfausbildung zu machen und hat dann nach 2 Jahren Programmierung und Training die KI gegen Top Gun-Ausbilder fliegen lassen. Mhm. 10 von 10 Mal starb der Mensch, mhm, weil die KI war sich selbst egal. Der Ausbilder hat am Ende gesagt, ich habe noch nie ein Manöver gesehen, mhm, wo der Jet direkt auf mich zugeflogen ist und geschossen hat mit allem, was er hatte. Und war er leer, ist er einfach nicht reingeflogen, mhm, weil er war sich selbst egal. Mhm. Also diese Existenz aufgeben, weil der Code dann eben weiterläuft. Aber wenn du sagst, wenn wir dann so weit sind, müsste, genau, sie sich ja dann wehren können. Genau, richtig. Sie würde meiner Meinung nach agieren wie ein menschliches Wesen. Das heißt, sie würde genau dieselben Gefühle aufweisen. Sie würde, das ist natürlich alles simuliert. Also das ist jetzt auf eine maschinelle Art und Weise simuliert. Das ist nicht biologische Simulation, das ist eine maschinelle Simulation. Nichtsdestotrotz würde sie für mich, also wir werden sehen, wir werden in den nächsten 20, 50 Jahren die Ergebnisse von diesem Gespräch wieder erleben können, vielleicht in der Metagonia 2080. Heißt das nicht ein bisschen gruselig? Ja, also wenn ich dann dem Avatar begegne und ich weiß nicht mehr, steckt jetzt dahinter ein Mensch oder eben auch nicht? Das hast du aber jetzt bereits schon. Ja, das ist ja jetzt. Aber ich finde trotzdem gruselig, ne? Also wir wollen ja Technologie zur Metagonia hier auch mitbringen, die das biometrisch schon unterscheiden kann mit World ID. Alex ist der Partner vom Gründer von ChatGPT OpenAI. Und sie haben in Erlangen und in Berlin, meine ich, jetzt einen Ort bereits aufgestellt. Also quasi eine Art Kiosk, wo du reingehst, dich mal kurz identifizierst, dass alle anderen, die jetzt mit dir zu tun haben, genau, dass die mit dir zu tun haben, wissen, okay, du bist der Echte, der Fleischliche, der mit der Iris, der mit den Venen und nicht. Das ist allerdings handsitzen bleiben. Die Frage ist, aber das ist ja in Deutschland verboten. Ja, darauf genau, das ist sofort auf den Punkt gebracht. Wir brauchen recht schnell. Also wir haben, ich glaube, wir sind uns einig, dass das, was Don Ruppi gesagt hat, jetzt in Bezug auf uns physische Menschen, dass diese Suche nach dem Glück das Absolute ist. Und das finden wir, wenn wir so geliebt werden, wie wir sind. Also im Grunde genommen in der totalen, hundertprozentigen Anerkennung, und dafür tun wir einiges, was dann schon wieder zu viel ist. Durch die Digitalisierung und durch die Möglichkeiten, sich auf einmal in einer neuen Parallelwelt auch neu zu erschaffen, sind wir aber vielleicht irgendwann auch gefangen in dieser Welt, ob der absoluten Möglichkeiten, die es gibt, und den immer weiter fortschreitenden fantastischen Dingen und gleichzeitig auch Ansprüchen. Und deswegen wäre jetzt die Frage, wenn wir sagen, was ist, gibt es eine Art Endglück? Ist das eine gute Sache? Ist das eine schlechte Sache? Beispielsweise, wer möchte zuerst? Ist das Endglück? Dass jeder den anderen widerlegen kann. Das Glück hat eben mit dem Ziel des Menschen zu tun, habe ich am Anfang schon auch geklärt. Der Computer bringt sich quasi um. Top Gun Pilot ist ein super Beispiel, weil er kein Ziel darüber hinaus hat. Weil es ihm wurscht ist, weil er nur eine Mission hat quasi. Und da fährt er, auch wenn er gegen die Wand fährt, aber das ist ihm mehr wurscht, weil es zieht ihn nichts darüber. Wenn der Mensch jetzt sagt, naja, ich habe auch kein größeres Ziel, und das kann ich übrigens nicht erst im Metaversum tun, sondern ich kann mich immer schon als Mensch halt für ein vergängliches Glück quasi definieren und dort eine neue Identität einnehmen, dass ich sage, ich bin nicht für die Ewigkeit geschaffen, nicht für das absolute Glück, das der Thomas jetzt in der Schau Gottes beschreibt, interessanterweise. Also die Schau Gottes heißt, dass du den letzten Grund deiner Existenz sehen kannst. Wenn wir Gott sehen, sehen wir alle Ursachen für das Leben, für Existenz, für uns selbst. Auf einmal ist es dir klar, warum die Dinge so sind und warum du der bist, der du bist. Und das macht das größte Glück aus, weil wir als Menschen uns noch
ja, dem Sinn unseres Daseins letztlich fragen. Also das ist die tiefste Sehnsucht des Menschen, dass er immer unterwegs ist. Warum bin ich da? Warum darf ich sein? Warum gibt es mich? Warum bin ich liebenswert, liebenswürdig? Und so, und dafür, wir müssen das auf der Ebene sehen. Du kannst Menschen auch reduzieren, halt nur auf die körperlichen Bedürfnisse oder nur auf die psychische Erfüllung. Und wenn wir, und meine auf, meine, also mein Anstoß ist es auch, das, und das ist gut, wenn die Techniker das auch gut hören, so wie der Oscar, dass es wirklich diese Ausrichtung braucht, weil wir Menschen nicht reduzieren dürfen auf eine Maschine. Weil wir noch ein Ziel darüber haben. Und weil wir dieses Geschöpfliche, dass wir geschenkt sind und gehalten sind von, ja, von der Hand Gottes. Ich habe noch widersprechen, weil ja? Das ist ja, sag mal, deine Ansicht, dass es Gott überhaupt gibt. Ja? Wenn ich jetzt, ich sehe kein Ziel oder keinen Sinn danach. Wir existieren, ich sehe, wir haben ein ganz anderes Weltbild. Das ist jetzt ein göttliches Weltbild, was man haben kann. Man kann aber auch ganz andere Weltbilder haben und sagen, ja, es gibt gewisse Prinzipien dahinter, das Prinzip, dass ich steige in der Ertragswirtschaft, warum Sachen passieren, vor der Produktion und so weiter. Da gibt es ganz große Prinzipien, warum Sachen funktionieren, wie sie funktionieren. Ich muss nicht unbedingt einen Sinn danach suchen und sagen, ja, da gibt es einen Gott, das ist jetzt, sagen wir mal, eine Weltansicht. Andere haben andere, wir sind aus, wenn man schon biblisch will, Stein geboren, wir sind biologisch. Warum soll jetzt eine Maschine in der KI, vielleicht jetzt noch nicht, aber in 50 Jahren, wenn die mal eine Rechenkapazität von der Weltbevölkerung hat und vielleicht auch Sinne kriegt, warum soll da nicht auch mal ein Bewusstsein entstehen, was maßen wir uns andere sagen, nur das Biologische darf ein Bewusstsein haben. Wir kommen von Stein, wir sind jetzt mal biologischen Status, wir gehen vielleicht wieder ins Silikon, ins Maschinelle über, ja, warum darf das kein Bewusstsein haben? Und darüber hinaus wollte ich auch noch was sagen, aber wenn ich mir würde ich dich gerne fragen und jeden anderen auch, wenn ich mir selbst vorstelle, was das Endglück sein könnte, ja, also du sagst ja, dass die Erkennung aller Fragen, die Beantwortung aller Fragen, wieso wir existieren, wieso wir da sind, die Erfüllung aller Sinne, für mich ist das Endglück, dass es das Endglück nicht gibt, weil wenn ich alles wissen würde und wenn ich alles erfüllen würde, dann hätte ich keinen Drang weiterzumachen, also der Drang nach etwas wäre nicht mehr vorhanden. Das heißt, für mich ist das Endglück den Stecker raus. Das heißt, der Tod. Der geistige Tod. Also nie, es bewegt sich nicht mal. Also der Stillstand ist der geistige Tod. Und weil ich keinen Grund mehr habe, von meiner Seite aus nach irgendwas zu streben. Also das ist meine Erklärung. Und ja. Ja, das ist mit dem End, aber das ist genau auch die Frage Weltbild und so. Also dass es ein Innenleben gibt und eine Seele, das ist nicht die Erfindung vom Christentum, sondern Aristoteles 400 vor Christus. Und so, also es gibt diese, natürlich kann ich sagen, ich kann diese Realität der geistigen, die geistige Dimension des Menschen, ich kann sie auf Psyche und Körper reduzieren. Ich kann sie auch, und das wird auch, weißt du, also wird auch durchaus gemacht in ganz viele Ansätze und so. Wir dienen nur meine körperlichen Bedürfnisse, der psychischen quasi Erfüllung und das ist es. Das kann ich, die freie Wahl haben wir, weil wir eben den Weg zum Glück und auch das, was wir als Glück sehen, können wir frei wählen, sonst wären wir nicht die Menschen. Die Frage ist, was ist die größere Erfüllung, die größere Vollkommenheit? Also wo verlieren wir Glück, wo werden wir mehr erfüllt? Also diese freie Wahl kannst nicht, die kannst niemand nehmen, dürfen wir auch nicht. Aber das muss ich jetzt, ja, aber diese Identität, die letztlich ein Geschöpf ist, dass wir diese Dimension aufmachen, wir sind beschenkt und geführt und diese dürfen wir immer mehr einnehmen. Ich glaube, das kann man sehr gut auch philosophisch und auch menschlich einfach annehmen. Und da ist vielleicht noch mein Mikrochip, möchte eine kleine Anmerkung machen, weil es gibt es auch technisch jetzt immer, die, das ist noch nie zur Sprache gekommen, interessanterweise, aber der Mikrochip im Menschen implantiert als neue Identität auch. Ich glaube, aber das wäre genau, ich mache etwas aus mir, eine Selbsterschaffung und das Geschöpf lege ich eigentlich ab. Ich glaube, das ist eine große Entscheidung darin. Wir können heute nicht über KI reden als KI. Das ist, die existiert noch nicht. Also diese künstliche Intelligenz in der Form, wie wir sie uns vorstellen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, existiert, es ist noch nicht existent. Das heißt, die ganzen Punkte mit den Gefühlen, mit den Intuitionen, mit sogar Glauben an etwas Höheren, was durchaus auch passieren kann. Das heißt, wenn eine KI irgendwann mal
das Selbstbewusstsein entwickelt, wird es wahrscheinlich auch glauben oder nicht glauben. Also wird eine, auf jeden Fall eine eigene Meinung dazu haben. Vielleicht mal in der Richtung. Es gibt da Paul Watzlawick, man vielleicht mal lesen, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Wir kreieren eigentlich, jeder für sich kreiert seine eigene Welt. Und sein eigenes Glück. Es gibt sein eigenes Glück und es gibt keine allgemeine. Also ich, du hast deine Welt, ich meine Welt. Und in der Hinsicht, wie wichtig ist es eigentlich für uns, wenn wir eh in unserem eigenen Kopf sind, theoretisch, wie wichtig ist es denn, ob die KI jetzt für sich selber fühlt oder nicht? Weil es ist ja eigentlich... Es ist toll, wenn es geht. Ja, also ich weiß nicht, aber wenn wir alle unsere eigenen Welten kreieren, macht es für mich einen Unterschied, ob ich nur den Eindruck habe, dass die KI menschlich wirkt oder genau. ob die wirklich menschlich wirkt. Also, borderline jetzt, aber... Du meinst, es kann dir eigentlich egal sein? Aber das ist ja das Tolle, das ist der Ursprungsgedanke, ja. Wenn ich eine eigene Vorstellung vom Glück habe, kann ich mir mein Metaversum so gestalten, dass es mein Bedürfnis nach Glück möglichst umfassend oder soweit es geht, eben befriedigt. Kannst du das? Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor. Das ist ja der typische Gamer, der den ganzen Tag im Keller sitzt und sich seine Welt so baut, wie er so glücklich ist und auch nicht mehr raus muss und seine Cola und seine Erdnussflips isst. Schauen wir uns mal an, was passiert in dem momentanen Spielen, zum Beispiel World of Warcraft. Oder das sind so die ersten, wo man seine eigenen Avatare bauen konnte. Ich habe die Leute getroffen. Deswegen fand ich das mit dem Pferd und riesengroß, finde ich so wirklich lustig. Weil die Leute haben angefangen, aus sich eigentlich etwas zu verwirklichen, was sie nicht sind. Das ist alle die Sehnsüchte, die sie hatten intern. Ich möchte groß und stark sein. Das heißt, die Sehnsüchte mit einem Klick zu verwirklichen. Und davor habe ich tatsächlich auch Angst. Also, wir reden über alle. Macht es denn glücklich? Das wäre jetzt die Frage, weil. Ne? Nein, es ist eine Scheinidentität ist immer Sklaverei. Ist immer Sklaverei, weil du dienst nur, ich diene nur diesem Anspruch, weißt du mal, und den hast du jetzt selbst gesetzt. Also, das heißt, mach mich gar nicht glücklich, wenn ich du das erfüllst deine Sehnsüchte. Ja, das ist halt die Frage, ganz ehrlich, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, obwohl ich ein total. Auf der Seite bin, dass ich glaube, das Echte von Mensch zu Mensch sein macht am allerglücklichsten und wir werden gleich mal eine Stichprobe machen. Und dann schauen wir mal unter den Nenner, was nämlich hier im Raum rauskommt. Mhm. Ich glaube schon, dass eine gewisse, ich nenne sie jetzt Materialität und eine gewisse äußere Ästhetik Einfluss oder eine Veränderung Einfluss auf das Innere hat. Also eine gewisse Virtualität, mit der du dich vielleicht identifizierst, dass es eine Rückkopplung hat auf die echte Befriedigung des Seelischen. Davon bin ich fest überzeugt und glaube das zum gewissen Maße. Ich fand es... Wir reden jetzt so ein bisschen, als wenn so die virtuelle Welt gegen die physische und die echte Welt ist. So, wer hat Recht, wer hat nicht Recht? Ich glaube an diese Verquickung und gerade wenn dieser Computer immer mehr wird. Frage in den Raum. Ja, du meldest dich gerade, kannst du mir gleich beantworten, bevor du deine Frage stellst. Wann bist denn du am Glück? Genau, schon in der Auktion schon gewonnen. Genau. Wann bist du glücklich? In welchem Moment? Ich schließe da eine Frage gleich an, weil es untersucht virtuelles Reisen und physisches Reisen. Ja. Und am glücklichsten bin ich, wenn ich reise, wohin bin. Ich habe jetzt vor, ich gehe nach Paris. Was genau, ich möchte diesen tollen Mantel tragen, ich möchte diese Sonnenbrille tragen. Das ist auch eine Scheinidentität. Ich kann so sein, wie ich eigentlich sein möchte. Und diese virtuellen Welt auch. Und es gibt ganz viele Menschen, also auch in Österreich, die können im kleinen Tiroler Dorf oft gar nicht so sein, wie sie eigentlich sein möchten. Aus gesellschaftlichen Gründen. Denkt ihr, bietet jetzt die virtuelle Welt eine Möglichkeit, endlich kann ich so sein und ausleben, wie ich sein möchte? Natürlich tut sie das. Das ist genau der Punkt. Es gibt tatsächlich Leute, die auch behindert sind, die niemals irgendwo hinfahren können und sich das anschauen können. Ich weiß es nicht, auch körperlich irgendwo auf den Himalaya zu hochzusteigen. Das können wahrscheinlich die wenigsten hier, außer den Pferden. Aber mit Flügeln.
Aber genau das ist der Punkt. Also für diese Menschen wird ein Traum erfüllt, möglicherweise. Je realistischer dieser Traum wird, desto besser ist es. Das heißt, wenn wir Gefühle, wenn wir Emotionen dazu bringen, wenn wir körperliche Anstrengungen dazu mitbringen, dann durchaus. Von der anderen Seite habe ich, das ist, würde ich auch gerne anknüpfen, ich habe nicht zu Ende gesprochen. Ich habe tatsächlich Angst vor dieser momentanen Entwicklung der virtuellen Realität, diesem Metaversum. Weil es ist ein gesetzfreier Raum. So müssen wir das sehen. Ja. Menschen sind nicht nur gut und nicht nur böse. Und die Sehnsüchte mancher Menschen sind nicht unbedingt gleich. Sehr viele unterdrücken ja auch ihre Sehnsüchte aus gesellschaftlichen Gründen, auch aus persönlichen Gründen oder aus legalen Gründen. Und wir bieten hier auch eine Möglichkeit für all die, etwas zu tun, was sie normalerweise im normalen Leben nicht tun würden. Und dann kommt ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Punkt. Wenn sie die Brille absetzen, wenn sie aus diesem Raum rausgehen, und verlieren aber ihre eigenen die Blockaden, die sie im normalen Leben hätten, weil sie das schon erlebt haben. Was passiert dann? Darf ich da einhaken? Der typische Amokläufer, ne, der die Brille abnimmt und dann genau. Nebenan weiterspielt. Ich würde da gerne einhaken, weil das ist, glaube ich, ein Thema generell glücklich sein. Also meine persönliche Meinung ist, man braucht einen Grund aufzustehen, Viktor Frankl zum Beispiel. Ne? Das ist jeder, glaube ich, hat so seinen, im Japanischen ist es das Ikigai oder so. Ne? Also man braucht einfach den Grund, jeden Morgen aufzustehen. Wenn man den findet, findet man auch so ein bisschen sein Glück, so als Mensch. Intelligenz finde ich auch, künstliche Intelligenz wird niemals Gefühle gering machen. Meiner persönlichen Meinung, weil es ein Algorithmus ist. Fertig, also das braucht man einfach. Aber was ich damit sagen wollte, weil ich glaube auch Social Media, Metaverse und all diese Themen, ist ja allen bekannt, dass die neue Technologien auch neue Probleme mit sich bringen, und zwar die psychischen Probleme. Wenn man heute Gen Z oder Gen Alpha oder wen auch immer sieht, haben die ein ganz, ganz anderes Verhältnis zur Realität, weil man stellt sich ja da, eine Freundin von mir oder Bekannte von mir, die nervt mich so dermaßen mit ihrem Instagram-Feed, weil die ist nur noch auf Reisen, the world is so perfect, ist es aber nicht. Also das schürt meines Erachtens eben Probleme, psychische Probleme, und es gibt keinerlei Regulierung, das meinte ich damit. Eigentlich müssten auch Webseiten, Orte oder sowas wie beim Rauchen auch, ja, das kann gefährlich sein. Ja, und das ist so steht nur bei 16. Ja, genau. Ja. The world is so perfect, und was ist Glück und Fortnite und Games? Unilever hat eine Marke, die heißt DARF. Und DARFs Kampagnenidee ist, der Mensch ist Mensch, egal ob er dick, dünn, hell, dunkel, wie auch immer ist. Das ist so ein bisschen der Markenaufbau. Das ist also ein bisschen eine gesellschaftlich-werbliche Responsibility aufgebaut. Und die sind hergegangen und haben gesagt, genau das, es ist extrem, wenn ich die Möglichkeit habe, mich als Mensch für diese Ballerspiele optisch zu verändern für das Spiel, sich jeder stärker, größer, schlanker, dünner macht, was in deren Markenbild nicht gut gepasst hat. Und was sie dann gemacht haben ist, sehr erfolgreiche Gamer, die Behinderungen haben, die beeinträchtigt sind, die, weiß Gott nicht, dem Schönheitsideal, sagen wir mal, Mitteleuropas entsprechen, sind hergegangen und haben für die sie selbst nachgebildet. Wieder im Rollstuhl, der konnte natürlich fliegen. Aber man hatte ein Originalabbild des Avatars. Auch eine wunderschöne Idee, und in dem Moment waren sie glücklich, weil sie zeigen konnten, was sie in der Realität auch nicht haben. Sie waren ein wirkliches Spiegelbild als Avatar ihrer selbst, auch mit Echtnamen, ja, und konnten dann weiter in diese Welt reinfliegen und konnten das machen. Fand ich eine sehr schöne Kampagne. Ich habe tatsächlich auch den Creative Director kontaktiert, weil das ein tolles Bild mal gewesen wäre. Der allerdings sitzt in Madrid und macht auch Magnum und Tralala, und Geld spielt für die alle eine Rolle, also hat er gesagt, nee, hast mal. Aber ich möchte daran anknüpfen, weil ich glaube, das verbindet nämlich diesen ursprünglichen Gegensatz, den ich natürlich provokant ganz am Anfang gesagt habe. Und du hast das in unserem Zoom, hast du das auch erwähnt. Du hast nämlich gesagt, Ideal für dich wäre, wenn der Computer, der programmierte, der lernende, der künstliche, intelligente Computer es so weit schafft, dass es eher nicht was übernimmt und dadurch den Menschen sozusagen seine Rechte und sein Agieren immer mehr reduziert, sondern wenn es geschafft wird, dass dadurch der Mensch weitergeführt wird. Mhm. Du kannst es vielleicht mit deinen Worten nochmal sagen, weil dann sind wir nämlich auch genau da angelangt,
wo ich gleich dann wirklich jeden nochmal frage, was ich ehrlich gesagt vermute, was die Antworten sein werden, dass es eigentlich schon um den echten, realen Menschen geht. Also dieses Weiterführen, dass der Computer eigentlich uns dienlich ist in all seiner Perfektion. Ich kann mich an den Satz nicht mehr erinnern. Egal, er ist bei mir aber grün. Hast du gesagt. Ja, ja, das ist jetzt irgendwie alles so verwirrt worden im Großen und Ganzen. Genau. Mein Kopf sind auch viele andere Gedanken, also Antworten auf viele verschiedene Fragen, die ich gerade auch sagen wollte. Vielleicht mal hier mal ganz kurz. Ich respektiere jegliche Meinung. Das ist auch das Wichtigste, Respekt gegeneinander. Das ist, glaube ich, das, was uns weiterbringt. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen, das Gehirn für sich selbst funktioniert auch wie ein Algorithmus. Das ist algorithmisch aufgebaut. Da gibt es Synapsen, verschicken Botenstoffe. Die Botenstoffe werden empfangen. Die werden dann weiterverarbeitet. Das heißt, das Ganze ist, mich hat jemand mal gefragt, weil ich habe an KI entwickelt, und mich hat jemand mal gefragt, ja, bring doch mal die KI zum Träumen. Schaffst du es, eine KI zu träumen zu bringen? Und tatsächlich haben wir das als eine Aufgabe genommen, wie träumt der Mensch, also was passiert? Also wir laufen entlang eines, hier in Kitzbühel, wir sehen irgendwo einen Fluss, wir sehen irgendwo eine Blume, und dann fällst du um und dann tust du dir weh. Und dann nächsten Tag siehst du die Blume oder ein Jahr später siehst du die Blume und die ist dir im Gedächtnis zusammengeblieben, also zusammen mit dem Sturz, weil das waren zwei Sachen, die mit Emotionen gebrannt wurden, ein Langzeitgedächtnis geblieben sind. Und jedes Mal, wenn du die Blume siehst, erinnerst du dich an den Sturz möglicherweise. Und so funktioniert das Gehirn. Das ist richtig rein algorithmisch. Das heißt, wir haben verschiedene Level des Denkens und das können wir nachbilden. Das können wir wirklich nachbilden. Ja, ganz interessant in dem Zusammenhang. Man hat es auch festgestellt, man hat die KI auch auf Gehirnströme. Es wurden Leuten quasi Bilder gezeigt, es wurden Kernspindeln aufgenommen, dass die KI gerade, also was der Mensch gerade sieht in seinem Gehirn, und die KI wurde daran trainiert. Und danach hat man anhand der, im Grunde genommen hat man anhand der Gehirnströme, wurde ein Bild gezeigt, das KI wusste nicht, welches Bild, aber anhand der Gehirnströme hat es dann das Bild wieder rekonstruiert. Was man gesehen hat, zum Beispiel ein Pferd. Das ist super. Das KI hat wieder das Pferdbild nachgebaut. Das ist ein super Beispiel. Genau das ist auf dem Level. Ich hab noch ein anderes Beispiel. Das wurde vor 50, 40, ich möchte nicht lügen. Also lange Zeit wurde es gemacht vorher. Und zwar, man hat Bilder gezeigt am Leuten, von die man von der Straße gefunden hat, und die sollten, also Bilder von Satelliten, und die sollten erkennen und Knopf drücken, wenn sie einen Landeplatz eines Helikopters gesehen haben. Und jetzt kommt das Interessante. Die haben das trainiert, und die haben natürlich auch angeschlossen. Die haben gesehen, welche Areale im Gehirn springen an, wenn er das sieht. Am Ende musste er nicht mehr den Knopf drücken, sondern das Gehirn hat selber reagiert. Die wussten aufgrund der Areale, die aktiv wurden, da ist ein Landeplatz. Und das Interessante war, der Monitor war nicht imstande, so viele Bilder pro Sekunde zu zeigen, wie das Gehirn es erkannt hatte. Das heißt, die Framerate war zu wenig fürs Gehirn. Aber wenn es in die Richtung geht, geht es auch in die andere Richtung. Und das würde dann bedeuten, dass KI irgendwann selber Religion entwickelt für sich. Kann sein. Es wird aber wahrscheinlich auch viele, die so KIs anschreiben. Das glaube ich, Herr Gottschild. Entschuldigung, dass die KI jetzt wirklich was sieht, wir sind ungefähr auf einer gleichen Ebene. Die KI entwickelt sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Die Panik, was ich jetzt habe, was Hawking ja auch schon 2018 gesagt hat, dass wir in der nahen Zukunft, wie wir heute uns halten, die KI uns halten. Das heißt, wir haben ja hier einen Gegner, wir sehen ihn jetzt immer als Freund, weil die Frage ist, was passiert denn jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahren? Und wir sehen, in welcher Geschwindigkeit die letzten 6, 7 Monate, was da auf uns zugekommen ist. Ich will eine Sache nicht. Also die ersten Sachen, die rankommen werden, sind Synapsen, also wir werden zu Cyborgs sozusagen, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich imstande bin, einen Kalkulator in mein Hirn einzubauen, also einfach einen kleinen Chip, und sowas wird ja schon getestet, und auf einmal rechne ich genauso wie ein Kalkulator. Und dann komme ich der KI-Möglichkeiten, weil es ja dasselbe ist, immer näher. Das heißt, ich glaube, die Balance wird sich selbst erhalten. Also es ist nicht so, wie wir gerade denken, oh, morgen erschaffen wir eine KI und die übernimmt jetzt das Welt, den Welt. Ich glaube, das entwickelt sich beidseitig. Das heißt,
Es werden Möglichkeiten geben, so wie jetzt. Wir haben einen Computer, davor hatten wir einen Kalkulator, den wir tippen konnten. Jetzt haben wir einen Computer, wo wir schon tatsächlich Aufgaben stellen können. Und morgen können wir damit reden. Und wir haben 89% unserer Entscheidungen machen mit irrational. Das Unterbewusstsein ist 250.000 Mal schneller in uns zu rechnen. Das heißt, wir sind komplett ein geistes, gestörtes Wesen, eigentlich, wenn wir unser Bild betrachten mit dem Abstand. Ja, wirklich, das ist so. Wir wissen das ja auch. Wir wissen auch, wie wir Trigger setzen, dass wir glücklich sind. Wir tun ja im Marketing nichts anderes, wir tun die manipulieren, wir werden den ganzen Tag manipuliert. Die Frage ist, eine KI hat ja diese Bedürfnisse nicht. Braucht keine Universität. Das ist ja nicht. Noch nicht. Genau, richtig, ja. Noch nicht. Aber jetzt möchte ich genau da einhaken, weil das Thema ist natürlich unendlich. Es ist unendlich, aber es ist tendenziell. Du, wann bist du am glücklichsten? Ich. Nein, die Dame. Du, Blonde. Ja. In welchen Momenten? Also ich gebe mal einen Vorschuss, gerade ist meine Familie angekommen, mein Riesenstrahlen, genauso wie du es mir am Telefon gesagt hast, ich bin ehrlich gesagt am glücklichsten, wenn meine Familie um mich rum ist und Punkt. Physisch, echt. Wenn ich was erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, beim Schaffen. Du? Berufsautonomie, dass ich einfach in der Früh aufstehen kann und mir genau überlegen kann, heute mache ich das, erschaffe dieses, mache jenes. Und dass das möglich ist, finde ich mega. Weiß nicht, wer möchte, du? Ja, ja, Colin? Wenn ja? Ich Menschen begeistern und inspirieren kann. Okay. Andrea? Ich glaube, am glücklichsten im Austausch mit meinen Freunden, die hier reell vor mir sitzen und auch in der reellen Landschaft, wie hier zum Beispiel. Mhm. Und die Inspiration, das finde ich auch sehr wichtig. Wer möchte noch? Ja, Peter? Ich glaube, das Wort Freiheit, auch wenn es nicht gleich Glück ist, aber ich glaube, mit Freiheit kommt man auch schon ziemlich weit aktuell, dass man frei entscheiden kann noch über Dinge und man im Austausch stehen kann. Mhm. Und auch die Frage, wie lange hält ein Glück und wann habe ich meinen nächsten Glücksbaustein schon im Blick, den ich mir in irgendeiner Form erarbeiten möchte. Ich bin gerade sehr glücklich, dass diese Konferenz funktioniert und ich will wieder. Eine andere Geschmacksrichtung von Glück wie auch jetzt, wenn meine Tochter seit gestern ihren ersten Reitunterricht hat und Pferde über alles liebt. Also Pferde. Auch super, deswegen wollte das nicht. Also ich finde das ziemlich lustig, weil jedes Mal, wenn ich eine Antwort gehört habe, kam mir immer so dieser um die Ecke denken. Ich habe gedacht, der Herr vom Marketing hat sich wahrscheinlich einen abgelacht, als er gesagt hat, frei entscheiden können. Sagte ich. Ich sehe da, wenn er jetzt zum Beispiel durch den Markt, also Edeka oder weiß was ich was, da rennt, dann wir entscheiden nicht mehr frei, was wir kaufen wollen. Wir werden programmiert von Gerüchen, die extra. Okay. Ich habe die Chance noch zu sagen, ich kann mein Fahrrad mal vergessen abzuschließen und es ist am nächsten Tag noch da. Richtig, okay. Die Freiheit. Ich bin selber in der Werbebranche, also bezahlte Manipulation ist das Geschäft, super. Aber man kann es eben auch für was Gutes einsetzen. Also machst du eine Stielkettensägenwerbung, um den Regenwald abzuholzen oder Menschen aus einem Auto zu befreien nach einem Unfall mit demselben Gerät. Das ist auch so ein bisschen sinnstiftend, wie manipulierst du, ne? Auch gut gegen Böse im gleichen Genre. Also ich glaube, die Antworten haben alle zumindest nicht unbedingt die Digitale und das Metaversum als Antwort gehabt, sondern eher die physische, echte Welt, mit in der Familie, mit den Menschen sein, Freiheit zu haben, oben auf dem Berg vielleicht zu sein, keine Ahnung, das Caspar David Friedrichsche Sublim zu fühlen, auch alleine, muss nicht immer mit Menschen sein. Aber der Grat, der jetzt gerade da ist, zwischen diesen beiden Welten, ist so gering schon und fließt so stark ineinander ein, dass das sicher, und es wird sicherlich in Zukunft noch ärger werden, dass diese beiden, es heißt ja auch virtuelle Realität, wie krass ist denn diese Vokabel?
Ja? Es heißt nicht irgendwie virtuelle Welt, sondern es wird wirklich mit der Realität verglichen. Und darum ging es mir eben, auch vielleicht für sich das Bewusstsein zu schaffen, inwiefern lasse ich mich eigentlich von was einnehmen oder was ist eigentlich für mich das Wichtigste in meiner Welt. Weil ich glaube, das ist das letztendlich, was du auch sagst, Don Rupi, das ist diese, worin, wann sind wir eigentlich wirklich echt glücklich. Ja, und das können wir nur individuell entscheiden und wir haben Verführungsmöglichkeiten. Ja? Wir haben die echte, mit dem Bier, mit den Freunden und wir haben die virtuelle, die wirklich faszinierend ist. Und ich glaube ganz fest, dass diese Verschränkung, eine geistige Verschränkung ist, findet schon statt. Und ja. Wir reden halt von Glück und Weiterentwicklung, aber wir Menschen machen uns auch die andere Seite aus. Trauer, ja. Eifersucht. Ja. Ich glaube, dieses Umfeld macht uns zu Menschen und es macht doch keinen Sinn, jetzt die Trauer in einer AI abzubilden und uns unglücklich zu machen. Genau. Ich glaube, letzten Endes, da gibt es eine gewisse Grenze, weil wir jetzt alle hier im Raum haben wahrscheinlich schon Menschen verloren oder Haustiere oder schlechte Erlebnisse erlebt. Aber das sind die Dinge, die uns weiterentwickeln, weiterbilden. Und wenn wir nur glücklich sind, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Das ist auch keine Welt, die ich leben will, sondern wir müssen auch weinen, wir müssen trauern, wir müssen aggressiv sein. Und Mensch, das ist das, was uns... Genau. Aber wir sind auch eifersüchtig. Eifersucht gehört auch dazu. Genau. Nein. Aber ich glaube, das sind die Dinge, die uns dann am Ende letzten Endes abgrenzen von den weil einen geliebten Menschen zu verlieren, kann man nie abbilden. Und wenn ich einen Avatar verliere, er wird nicht sterben, ist er virtuell. Und daher, glaube ich, ist da diese gewisse Grenze, was wir Menschen einfach Menschen sind. Und gute und schlechte Seite. Und die Idee gigantisch, zu lernen, sich zurückzuentwickeln. Ja. Ja. Also, richtiger Auslöser, weil wir immer davon gesprochen, dass wir die KI trainieren, um alles nach vorne zu bringen. Ja. Genau. Wir haben noch nie den Rückwärtsgang eingelegt. Genau. Und es gibt in der Natur Quallen, die bei Gefahr ihre Zellen wieder abwerfen, bis aufs Embryo klein werden, um sich dann wieder aufzubauen. Also zu sagen, Reset. Nicht nur Reset, sondern sich kaputt machen, um sich wieder neu aufzubauen, Phönix, aus der Asche und so Themen. Nur zur Ergänzung ist Fehler, wenn Fehler passiert, früher, wenn man Fehler gemacht hat, dann ist die Sache wieder erledigt. Heutzutage ist Fehlerkultur, man wird kritisiert, wenn man irgendwas Falsches postet, ja. Dann muss man quasi, sagen wir so, auch reputativ zerstört und so weiter. Und diese Fehlerkultur ist auch etwas, was dazu zu leben gehört. Jeder Mensch macht Fehler. Genau. Und das sind die Dinge, die uns einfach der Mensch ist. Und eine perfekte Welt macht auch keinen Sinn. Ich muss das jetzt hier cutten, weil wir haben noch einen Vortrag, der uns jetzt natürlich wieder total durchwirbelt. Ist es nicht schön, dass wir hier ganz menschlich zusammen sind? Der Oscar wird immer noch gesucht. Nein, jetzt hör auf. Das ist richtig. Nein. Nein, schön. Danke schön.